Hey Leute, was geht ab? Heute will ich euch mal was richtig Geiles zeigen. Eine Sache, die mir wirklich unheimlich viel Spaß macht. Seit jetzt mittlerweile schon 2 Jahren, 2016, kurz vor einem Auftritt, den ich in Brasilien hatte, habe ich mir meine erste Drohne geholt. Und damals war das noch eine Chroma Blade. Kurze Zeit später ist mir die dann in Australien ins Meer geflogen, und zwar eigenständig. Horizon Hobby hat daraufhin nicht geantwortet. Ich habe das Ganze dann mit Konrad regeln können. Das war alles schön und gut, ich habe meine Kohle zum Großteil wiederbekommen. Kurze Zeit später habe ich dann von diesem Teil hier erfahren, der DJI Mavic Pro. Und das ist wirklich ein wahr gewordener Traum für mich auf jeden Fall. Mein Hauptaugenmerk bei Drohnen lag eigentlich darin, dass ich damit reisen wollte und einfach immer eine Drohne dabei haben wollte, weil ich gedacht habe, okay, ich habe jetzt 30 Länder bereist, habe wunderschöne Orte gesehen. Wie wäre es gewesen, hätte ich immer eine tolle Drohne dabei gehabt? Fantastisch natürlich. Ich hätte super schöne Aufnahmen machen können von Guatemala über Sri Lanka, über Indien, über Australien eben, über Mexiko, Amerika, Kanada, alle Länder, die ich eben besucht habe. Und ja, dieses Teil verbindet einfach totale Portabilität mit Qualität und fantastischen Specs. Also kurze Zeit bevor die Mavic Pro rausgekommen ist, waren Sachen wie eben Visual Sensor, Ultrasonic Sensors, Kamerapositionierung, 7 Kilometer Reichweite etc. pp. Sachen, die definitiv nicht in einem erschwinglichen Rahmen für mich lagen. Solche Drohnen haben normalerweise zwischen mindestens eigentlich 3.000 bis locker 5.000, 6.000, 7.000 Euro gekostet und waren für gewöhnlich auch Riesenklunker, die man nicht tragen konnte, also nicht auf Reisen so einfach mitnehmen konnte, wenn man nur mit kleinem Gepäck reist, so wie ich. Ja, dann kam das Teil und es war wirklich eine Offenbarung für nicht nur Drohnenliebhaber, sondern auch viele Neuansteiger, die mitbekommen haben, jetzt ist das Ganze so klein und die Aufnahmen sind fantastisch, also beeindruckend. Die Mavic macht wirklich beeindruckende 4K-Aufnahmen, kann außerdem auch in 1080p mit 60 FPS aufnehmen, hat eben eine ordentliche Bildstabilisierung, die könnt ihr hier sehen, das ist ein sogenannter Gimbal und dieser hält die Kamera praktisch wie ein kleiner Roboter immer perfekt gerade. Und immer perfekt stabil. Das führt zu außergewöhnlich schönen Aufnahmen, die ein bisschen einen Hollywood-Touch haben. Da wird auch sehr oft mit Gimbals gearbeitet, wenn man nicht gerade in der Szene Stress rüberbringen will oder so, dann arbeitet man natürlich mit einer Schulterkamera. Aber generell muss man sagen, dass das Paket einfach erstaunlich gut ist bei der Mavic. Und immer noch bis heute, also Anfang 2018, immer noch erstaunlich gut ist. Die DJI ist mit ein paar anderen neuen Drohnen rausgekommen, wie zum Beispiel der Mavic Air, was mehr oder weniger eigentlich als eine Abwandlung gesehen werden kann von der Mavic Pro. Auch eine noch viel kleinere Variante, die Spark, ist rausgekommen, die auch sehr interessant ist, weil sie eben noch kleiner ist, also sie wirkt wirklich ein bisschen wie ein Spielzeug. Wird auch, glaube ich, als Spielzeug verkauft. Macht aber auch sehr, sehr schöne Aufnahmen, hat aber natürlich jetzt nicht die Reichweite und auch nicht die Kapazitäten von der Mavic Pro. Also für mich ist der König der portablen Drohnen wirklich nach wie vor dieses kleine Baby hier, weil es praktisch eben Power und Portabilität verbindet und ich kann es nicht erwarten, bis DJI rauskommt mit der nächsten Edition von der Mavic, nämlich der Mavic 2. Viele Leute warten da drauf und sind sehr gespannt, was DJI dort wieder raushauen wird, weil die Firma ist dafür bekannt, wirklich exorbitant intensive Produktinnovationen rauszubringen, beziehungsweise den gesamten Drohnenmarkt immer wieder ein Stückchen nach vorne zu pushen mit Releases, wie eben der Mavic. Sowas gab es einfach davor nicht. Und eigentlich hat auch keine andere Firma wirklich die Möglichkeit, in der Qualität und Portabilität mit dem schönen Design und einfach das Paket dieser portablen Wunderdrohne. Keine andere Firma im Moment kann das rausbringen. DJI hat auch einen monopolistischen Marktanteil von einer sehr hohen prozentualen Anteil. Kann ich jetzt einfach ja mal ins Bild einblenden, werde ich dann mal einfach googeln für euch.